Oh. Sauber. Okay. Soll ich stehen bleiben? Nein. Doch. Oh, das war gewesen. Immer. Also. Jetzt kannst du noch. Jetzt. Sauber. Nice. Okay. Der hat gesessen. Ja, also bislang ist es noch okay mit der Fehlschussquote. Ich glaube, maximal zwei sind daneben gegangen. Es kann sein, dass der eine den nicht mal getroffen hat. Also Torpor und vor allem wie viel Leben, also was man noch. Ja. Und? Dafür 3000 Torpor von irgendwie 15.000. Ach du Scheiße. Was? Das kann doch gar nicht sein. Leben habe ich jetzt nicht so gut sehen können. Oh, das ist. Oh. Headshot. Kann doch eigentlich gar nicht sein, ey. Lock den mal weg. Wir haben den doch viel öfter getroffen. Haben wir auch. Lock den mal von der Leiche weg. Vielleicht haben die das geändert. Sieht schon irgendwie fast tot aus. Ja, da unten liegt er. 4000. Topo. Also, wir haben und Leben? 11.000 Leben. Ja, dann stirbt er doch bestimmt davor, oder? Yep. Ja. Ja, doch ziemlich viel Torpo, oder? 15.000 ist doch übelst viel. Hatte der 110er, den man da mal probiert hat, nicht auch nur 10.000 gehabt oder so? Nee, 16.000. Nee, 16, knapp 17.000. Okay. Ja, wahrscheinlich sind die Werte einfach nur scheiße verteilt. Auf ja, das wahrscheinlich muss man mit der Kanone machen oder lassen, ich weiß es nicht. Das ist Selbstverschwendung. Ja, lass die mal mit Kanone dann machen. Ja, unten in der Schlucht verfolgt mich einer mit dem Kanu. Welche Schlupf? Unten bei uns, der killt mich. Ja, ich hab nicht mal Rüstung. Da wo Diablo war oder direkt unten runter. Ich komme jetzt Richtung nach Hause, die Schlucht hoch, den Berg und bei uns. Ich komme. Muss ich rechts oder links, wenn ich die Base rausgehe? Rechts, da wo der Golem war. So, hab ich's verstanden. Puh. Ich liege in einem Busch, ich glaube, er sieht mich nicht. Ich glaub's. Nee, jetzt. So. Hast du mit dem Kamera was gesagt, ja? Jo, an dem Gully vorbei, der da steht. Ja, ja, genau. Ich bin nur halb tot, einfach da geradeaus weiter war der. Rechts oder links, was meinst du? Links. Okay, links rum. Ich glaube, der ist weg. Ich glaube, wir landen. Terrorbot gehört zurück zur Base. Nee. Dann ist das ein Gegner. Töte ihn. Wie, bei uns? Oh. Bei uns vor der Base ist ein Gegner? Da, wo ihr den Golem killen wolltet, da kommt gerade einer. Okay. Also, da. Ich bin auf der anderen Seite, bist du von Weitem gesehen. Ich weiß nicht, was er jetzt macht. Ist deiner mit dem Känguru? Ja, gut, bin ich. Nein, ich kann doch so ein Känguru sehen. Ja, das war wohl so. Das konnte ich von weit nicht sehen. Ich hab da irgendwas lang flitzen sehen. Mach ich mit dem Känguru. Und eine Kugel kostet 80 Metall. Oh, Alter. Okay. Aber die macht halt 1700 Torpor oder so. Ja, aber wir sind von den 1000 Metall sehr weit weg, ne? Mhm. Oh, das ist deprimierend. Ja, wenn jetzt einer mitkommt, die Metalladern sind oben. Gimmi, rechts neben dir sind drei Spieler. Wow, bin grad fest. Da die Kanos. Wo seid ihr? Aus dem Parazier raus. Ja, probier aus ich raus. Aus der Base raus, runter Richtung Berg. Runter Richtung Berg? Okay. Ja, ja. Okay, ich mach mit Kanu hin. Der Berg in unserer Nähe, der schwarze? Ja. Also die Base rechts raus, jo.
Ja, und dann berg runter, wo der Golem war, war da raus. Da wurde in die Richtung, wo Mo guckt. Der sitzt auf dem noch hier. Rechts, der auf dem Kanu läuft rechts. Da ist ein Känguru. Ja, das bin ich. Übrigens, ich bin auch auf dem Kanu, ne? Ja, ja. So. Rechts, geradeaus hier runter, rechts runter. Rechts runter. Ja, und dann war da aus. Dann war da ein Parazell, den hat der Dings gerade gekillt, den hat Gemmi gerade gekillt. Und ein Stückchen weiter waren drei Leute. Das ist eine Motte. Ja. Jo, hier steht einer hinterm Stein, der hat einen Adler, einen Geier auf, kommt dir entgegen. Wo? Ah, da. Einer auf dem Saber, einer auf dem. Oh, ich sehe sie. Jo. Ja, warte mal, scheiß die zu mit dem Opfer von oben. Ich brauch's da mir. Rennt da nach rechts, der rechts weiter. Rennt zum wieder Obelisk, der auf dem Kanu ist ein Gegner, ne? Der zweite Kanu ist auch von uns. Lila Obelisk oder Lila Biegen? Ja, nach links. Ne, der Kanu ist ein Gegner da vorne. Ja. Ja. Gemmi ist mit dem Wolf da. Keine Stamina, ich geh weg. Mit Jana ist der. Wo lang läuft der? Ich hab ihn zugeschissen. Einmal um den Berg gegangen. Ich glaube, es ist Thilo. Jo, das kann Thilo sein. Er steigt ab. Versuch ihn zu bauen. Gehittet, glaub. Außen zur Beutel. Wow. Ich hab ihn im Brand gesetzt. Du hast mich im Brand gesetzt. Der ist in dem Stein drin, ne? Hab dein Kanu. Moment. Ist er immer noch an dem Stein? Den gerade nicht. Ah, der ist doch schon tot. Der war doch schon tot lang. Nee, you killed Tillyrius und sie dir. Ja, Big T hat einer gekillt. Ja, Till ist mir eine Rakete wert. Ja, Xidia anscheinend auch. Ich wusste nicht, dass sie dir da auch drin ist in der Lücke. Ich habe nur Till da drin gesehen. Also ich glaube, die meisten von unseren Leuten hat Mr. Bean gekillt, oder? Ja. Tunnelblick und so. Ey, wir sind hier nur... Ach Mann, Leute. So. Mann, ich mach doch nur Spaß. Nee, aber sie dir meine so... Sie dir können wir looten. Tellurius kriegt sein Zeug nicht wieder, alles gut. Nee, ich bin dafür, dass Tellurius sein Zeug wiederbekommt und wir sie dir looten. Soll ich das hier jetzt aber mitbringen oder soll ich hier liegen lassen? So, Moment. Ja, ich nehme einfach einen Crossbow. Ich nehme meine Sachen schon auf. Hier ist eine 76er Motte nebenan. Will die mal eben einer bolern? Die mit den blauen Flügeln? Ja. Ja, die ist mir gerade entwischt. Echt? Ja, ich habe schon ein paar Pfeile reingehauen. Wo ist mein Leiche? Wo ist die denn jetzt? Der Beutel. Da. Xelia, guck mal mit dem Dings drauf, bitte. Wo drauf? Auf die Motte hier. Ach, du bist ja tot, Entschuldigung. Wo bist du? Ich bin da. Ist unconscious. Okay. Ja, ich war die hat ja Morwurf, glaube ich, vorbearbeitet. So, ich habe von dir das Implantat, das bringe ich dann gleich mal nach Hause. 120 Zementing-Paste, hat ganz viel Chitin dabei. Hat leider kein Metall. Habt ihr mal in den Kanu reingeschaut? Ja, den habe ich umgebracht und gelootet. 2000 Chitin, 800 Perlen. Okay. Wo ist denn die Motte jetzt hier? Hier im Gebüsch. Da, wo ich bin. Ach, also, ich habe nur gesehen, wie Till da reingegangen ist. Bin ich abgestiegen und habe in die Schlucht reingeschossen. Ich hab nur gesehen, wie seine Mates in alle Richtungen abgehauen sind und ihn allein gelassen haben. Voll gemein, ey. Die Bienenkatze hat echt Spurt gegeben. Die ist ja zickzack gerannt und hat echt Tempo gegeben und über alle Klippen hinweg gesprungen, um abzuhauen. Boah, schade, dass wir nicht UT. Also zum Slow. Und hörst du den Mod top? Wie? What? Was? Was? Hier ist er. Hä? Der ist doch nee, grad... der kann doch gar nicht. Ich hab den doch gerade gekillt. Ist, wer ist das? Das kann nicht Till sein. Das sind andere Spieler. Ey, es sind mehrere. Wo bist du denn? Ich bin gerade locked zum Base. Der kann unter mir gehört zu uns, oder? Ja, bin ich. Seht ihr mich? Ja, wir wissen nicht, wo du bist. Bist du da, wo wir gerade gelootet haben, oder was? Hab ihn gefangen. Er ist beim Wasser. Bei der Quelle. Till? Der will 61. Ja, das wird aber dann nicht Tellurius sein, das ist ein anderer Till.
und die Profis, die haben im Chat geschrieben. Okay. Okay. Na gut, dann probieren wir es mal. Moment. Ja, das ist eigentlich relativ gerade. Auch jemand spuckt auf mich. Ja. Das. Jetzt weiß ich nicht, ob das jetzt noch gerade ist. Na, ein bisschen Spielraum haben wir ja. So. Handy, oh, perfekt. Ich würde sagen, das ist voll schief. So. Gehen wir mal zur Kohle. Du hast ja auch ein schiefes Gesicht. So. Alles klar, So, wo liegt denn der Golem? Jetzt will man den mal einbauen dann. Ey, wenn man jetzt mit der Kanone schießt, dann ist es wie so ein Auspuff, weißt du? Dann ist der schneller, der Paraser. Ja. Der ist hinter den Felsen. Es wäre aber lustig, wenn da jetzt Rauch rausgäme, so wie so ein Auspuff. Ich würde es freuen. Bist du schon da? Nee, wo liegt der? Hier, genau. Ach, hier, da vorne. Ja, warte, dann. Hat jemand das Zeug dabei, was die fressen? Ja, die sind in der Base, kann man gleich nehmen. Okay. Dann willst du den dagegen rennen lassen? Ja. Okay, ich baue mal ein bisschen Abstand auf. Ach, nur so, ich dachte, du brauchst so um die rum. Könnte ich den Fahrer ja mal in Position bringen? Jo, mach mal. Darf ich? Warte mal, ich will aber oben drauf rumstehen. Eine Runde? So, jetzt. Das passt eigentlich so. Kanone kann auch kaputt gehen, oder? Wie viele Trefferpunkte hat die? 5000. Ja, das ist halt der Vorteil an Antriebskanone, die könnte man wieder aufheben. Die müsste man eigentlich auch wieder aufheben können. Nope, normale nicht. Die normale nicht. Ne, kannst du kaputt machen. Soll ich sie anlocken? Oder seid ihr nur? Was ist denn für eine Scheiße, ey? Was hast du da für einen Scheiß gebaut? Echt, ne? Ich lade schon mal die Kugel rein, hä? So, kommt. Pass aber auf wegen den Steinen. Komm mal her. Oh, der ist da verbuggt. Sicher? Guck doch mal. Der bewegt sich kein Stück. Ja, wenn, dann positioniere ich mich. Ja, nicht da in die Gegend. Nein. Wer hat den? Wer lockt denn? Hat jemand auf den geschossen? Nee. Gegner vielleicht? Nee, ich glaube nicht. So, nee, so, wenn ich ihn jetzt anschieße, müsste das da eigentlich passen. Ne? Dann müsste er direkt zu uns laufen, also in die Pillars rein. Ja, eigentlich schon. Moment. Ja, ist ja gut, mein Bruder. So. So, was macht er? Er nimmt einen Stein. Nein. Oh. Ja, jetzt kannst du, warte, Moment. So, jetzt. Feuer. Hast du gezielt schon? Moment. Wart noch. Wart auf die Drehung. Jetzt Feuer. Sitzt? Nee. Du musst weiter runter. Hoch war das, oder? Kleines Stück runter. Nee, ich hab schon. Moment. Achso. Also immer schießen, wenn er die Drehung fertig hat. Alles klar. Perfekt. Nice. Laden! Feuer! Geh mal. Jawohl. Was ist das? Das ist eine Motte. Wenn die jetzt losfliegt und die Motte triffst, Alter. Ja, nice. Ganz easy. Cool, Alter. Funktioniert. Oh, das hatte ich bislang nicht mehr, dass das funktioniert bei Ark. Ich glaube, das ist gerade nicht so richtig cool. Und er liegt. Oh, ich habe nochmal drauf geschossen. Ah, er liegt. Nice. Nee, der ist sich eingerollt, oder? Nee, der ist betäubt jetzt. Ist betäubt. Ja, ich habe nochmal drauf geschossen, Leute. Schon? Ist ja gut. Ja, das ist so lang. Das war ja richtig einfach. Ja. Ich
schau mal Sulfur. Haben wir Sulfur da? Ja. Ja, der ganze Schrank ist voll. Nee, ich meine, ob ihr da habt. Achso, nee. Ich bring mal den Paraser nach Hause hier, ne? Jo. Nice, Leute! Da hätten wir uns echt die Raketen sparen können. Aber gut, cool. Ich hoffe mal, dass hier noch mehr spawnen. Das Schöne ist, der Paraser ist auch gar nicht so langsam. Also, da könnte man auch weitere Strecken mit dem laufen. Aber man wird natürlich wahrscheinlich sehr schnell abgefangen von anderen Spielern und so. Auf jeden Fall interessant anzuschauen. Ja, das war, das war, aber gut, mein Mo hat jetzt alles vorbereitet. Aber das ist ja wirklich eine super Variante. Nice, gefällt mir. So. So, zum Futtern. Ich mach mal noch einen Sattel, hä, für den Golem. Ich meine Level 76, der wird Level 110 oder so sein. Das ist erstmal gar nicht so schlecht. Wenn man vergleicht, was wir sonst so haben, wir haben ja echt nicht viel. Es könnte sein, dass der doch eine Kanonenkugel abgekriegt hat. Der hat nur 88%. Ja. Ja, die fangen ziemlich niedrig an. Ja. So, okay, ich brauche noch ein bisschen Eisen. Der andere zuckt sich alles zusammen. Ich glaube, ich baue mal schnell die Dinger ab, oder? Nicht, dass das irgendjemand sieht. Ja. Gute Idee. Also ich habe hier gerade einen feindlichen Spieler mit einem Wolf anlaufen. Ich weiß aber nicht, welcher Tribe das war. Ein Golem oder was? Da wo es von unserer Base aus runtergeht. Das Ding ist, solange die keinen Raketenwerfer haben, können die ja gar nichts machen gegen den Golem, weil dann nimmt das sonst keinen Schaden. Also ein bisschen Schaden. Kanone? Ja, die können mit der Kanone so schießen, aber. Ich meine, während der jetzt getamed wird, müsste jetzt jemand mit der Raketenwerfer drauf schießen. Ja. Weil der dürfte ja eigentlich nicht so lange dauern zum Tame. Schön, 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 schön. Ja, was hältst du davon, seht ihr? Dann haust du dich auf eine Motte, jemand anders haut sich noch auf die andere Opfermotte und ich auf den Golem, dann leveln wir alle dreimal ein bisschen hoch schnell. Jo. Oh, nice, ich freue mich. Super, Mo. Wir könnten auch direkt zu Diablo Legs gehen. Mit dem Golem? Willst du den auch Opfer nennen, den Golem? Wieso nicht? Ja, dann bin ich dagegen. Ich würde den jetzt erstmal hochleveln und ich bin froh, dass wir irgendwas jetzt aber Defense haben und so. Aber ich würde sagen, Augen auf, ringsrum um die Base, dass wir noch einen Golem finden. Das ist super cool. Das dauert ja doch eine ganze Weile. Das ist mir 2 cm vor das Gesicht. Krieg ich erstmal einen Blackscreen davon fast. Oh, das sieht gruselig aus mit der Motte. Oh ja, wir können Schattenspielchen machen. Die Motte wird gerade von der Fliege angegriffen und einer hat den doch passiv. Die fliegt jetzt hoch. Die ist weg, oder? Nö, nö. Okay. Geh mal rein ganz kurz, Gammy. In das Zelt. Oh. So, jetzt, jetzt zumachen. Jetzt zumachen, ja. Oh, geil. Toll. Hab ich jetzt mit der Grappling Hook drauf geschossen? Ich häng mit der Grappling Hook an der Fliege. Pass auf, nicht den Golem treffen. Nein! Falsch drauf. Na, 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 na. Okay, ein Drittel noch ungefähr, oder ein Viertel. So, Golem. Erwache! Und diene der flotten Mottenflotte. Okay. Juhu! Nice. 1109. So, 9500 Leben, 200 Mili-Damage, 800 Stamina, 844 Rate. Könnt ihr auch als Transporter missbrauchen, wenn ihr Bock habt. So. Sehr, sehr nice. Juhu! Bin ich das, der die Steine kaputt macht? Ah ne, du hast gerade die Pillars kaputt gemacht. Ich hab die Pillar abgerissen. Ah cool, ich krieg jetzt hier Craft XP. Wie soll ich denn den skillen? Mach wie du meinst. Ja, auf jeden Fall erstmal leben. Oxy ist glaube ich gut. Ich kann Oxy nicht skillen bei dem.
Also, also der kriegt 300 Lebenspunkte kriegt er pro Punkt. Das ist jetzt nicht so viel. Stamina braucht auf jeden Fall ein bisschen. 810 hat er jetzt. Todlob müssen wir immer. Ja, aber dann muss ich nicht immer wegen Bait, weißt du? Ja. Probier's mal. Selbst treffe. Getroffen? Yo, Alter! Das geht übrigens gut. Nice. Bist du da? Das kostet das überhaupt Stamina? Das kostet kaum Stamina, das Steine werden. Oh, jetzt in die Wüste. Ach, hier ist noch ein Archaeopteryx. Das sind die, die man tamen können, ne? Die Vögel. Ja. Level 60. Treffe ich den? Jo, auch tot. Ey, das macht Spaß.